hatte jetzt vor kurzem ein Treffen mit einem echt netten Pärchen. Beide top drauf. Verschiedene Menschen, total verschiedene Menschen. Aber die haben es nochmal mir so richtig vorgespielt, wie man, wenn man total verschieden ist, trotzdem super zusammenpasst. Wie man sich respektiert, wie man sich wertschätzt und wie man die Meinung des anderen doch mal betrachten sollte, bevor man einfach seiner Meinung nur folgt. Wunderbares Gespräch. In diesem Gespräch sagte mir dann der Mann, ja, wir hatten von einer großen Akademie in Deutschland jetzt ein Führungskräftetraining, und zwar Führen ohne Führungskraft. Ich sage, das ist ein gutes Thema. Ja, das ist genau das Thema, was wir immer wieder befürworten. Einmal, weil man braucht nicht für alles eine Führungskraft. Zweitens, die Führungskraft kann ja auch nicht überall immer da sein. Und drittens funktioniert das ja ganz genauso, wenn die Führungskraft im Urlaub ist. Ja, dann möchte der einfach mal gedankenlos wegfahren, sich entspannen etc. und nicht darüber nachdenken, ob ihr in dem Sinne der Firma und im Sinne von den Werten, die die Firma hat und die ihr habt, die Arbeit richtig macht. Und zweitens kann man in der heutigen Zeit nicht immer hinterherlaufen. Und welcher Mitarbeiter, der ein bisschen Grips im Kopf hat, möchte denn, dass man immer von irgendeinem Chef gestalkt wird? Also, selbst Sachen in die Hand nehmen. Aber wie funktioniert das? Wie funktioniert Führen ohne Führungskräfte? Wer da mal Interesse dran hat, zu dem komme ich gerne mal nach Hause in die Firma, halte einen Vortrag oder erkläre auch gerne die Strategie, wie man das aufbaut. Denn ich bin sowas von der Meinung, dass man nicht so viele Führungskräfte braucht. Ihr kennt das ja. Viele Häuptlinge, keine Indianer. Alles wird geplant, aber zu umsetzen ist mal wieder keiner da. In dem Sinne hoffe ich, dass euer Stamm aus einem Häuptling besteht und der Rest aus ganz tollen Indianern. Euer Andreas Rietz.